Artikelnummer SCP-1000. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Alle Medienberichte zu SCP-1000 sind auf ihre mögliche Verifizierbarkeit zu überprüfen. Alle Organisationen und Einzelpersonen, die die Existenz von SCP-1000 untersuchen, werden vom mobilen Einsatzkommando CETA-1000 überwacht und entweder diskreditiert oder mit Anästhetika versorgt. Alle physischen Anzeichen der Existenz von SCP-1000 müssen geborgen, gegebenenfalls durch Fälschungen ersetzt und in der Obhut der Foundation verwahrt werden. Jede angebliche Sichtung von SCP-1000 muss in allen Fällen von MEK-CETA-1000 untersucht werden, egal wie belanglos die Behauptung auch sein mag. Ohne eine vorherige Genehmigung von Direktorin Jones ist jeglicher Kontakt mit wilden oder in Gefangenschaft lebenden SCP-1000-Instanzen untersagt. Jede Interaktion zwischen SCP-1000 und Menschen, einschließlich des Personals der Foundation, muss Direktorin Jones unverzüglich gemeldet werden. Beschreibung: Bei SCP-1000 handelt es sich um einen nachtaktiven, omnivoren Affen, welcher zusammen mit den Gattungen Pan und Homo, dem Hominini-Zweig, zugeordnet wird. Erwachsene Exemplare wiegen zwischen 90 und 270 Kilogramm und haben eine Körpergröße von 1,5 bis 3 Meter. Sie besitzen graues, braunes, schwarzes, rotes und gelegentlich weißes Fell, große Augen mit gutem Sehvermögen, einen ausgeprägten braunen Grat und einen sagittalen Kamm auf der Stirn, der dem des Gorillas ähnelt. Im Gegensatz zu diesem aber bei beiden Geschlechtern vorhanden ist. Ihre Intelligenz ist mit der von Pan Troglodytes, dem gemeinen Schimpansen, vergleichbar. SCP-1000 entwickelte sich neben dem Homo sapiens und existierte in großer Zahl zeitgleich mit Proto- und Frühmenschen bis vor etwa 10.000 bis 15.000 Jahren mehr als 95% der Population einem Massenaussterben zum Opfer fielen. Dieses wurde ausgelöst, da SCP-1000 an einer Pseudokrankheit mit der Bezeichnung SCP-1000-F1 erkrankte. Diese Krankheit wird auf genetischer Ebene weitergegeben und tritt bei allen heute lebenden Exemplaren von SCP-1000 auf. Die Mehrzahl der SCP-1000-Exemplare ist immun gegen ihren Effekt. Diejenigen, die nicht immun geboren wurden, sterben schnell. Die Wirkung von SCP-1000-F1 ist wie folgt. Jeder Hominide, einschließlich Menschen, Schimpansen, Bonobos und nicht-immunen SCP-1000-Instanzen, der direkt oder indirekt ein Exemplar von SCP-1000 beobachtet, läuft Gefahr, mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 2% durch anormale Terminierung der Gehirnfunktion sofort getötet zu werden. Dieser Prozentsatz ist kumulativ und je länger ein Mensch SCP-1000 beobachtet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des sofortigen Todes, wobei die Wahrscheinlichkeit alle 20 Minuten um 1% steigt. Der Effekt variiert zwischen einzelnen Mitgliedern der SCP-1000-Spezies, wobei einige Individuen eine Todeswahrscheinlichkeit von 90% haben. Der Effekt tritt auch bei toten Individuen auf, kleine Fellproben zeigen jedoch keine Wirkung. Bekannte Mittel zur Prävention des Effektes wirken nur in kleinem Maße und beinhalten: Siehe beigefügte Dokumentation. Level 3 Freigabe ist erforderlich. Aufgrund der engen Beziehung von SCP-1000 zur Menschheit wird davon ausgegangen, dass SCP-1000-F1 möglicherweise auf menschliche Träger übertragen werden kann. Jedes SCP-1000-Exemplar, welches seinen Weg in ein großes Ballungsgebiet findet, könnte ein Klasse Weltuntergangsszenario mit einer minimalen Todesrate von redigiert und einem möglichen Aussterben der Menschheit zur Folge haben. Glücklicherweise scheint SCP-1000 den menschlichen Kontakt instinktiv zu vermeiden. Die bekanntesten Populationskonzentrationen von SCP-1000 befinden sich derzeit im Nordwesten Nordamerikas und im Himalaya-Gebirge in Asien. Mit Stand vom sind diese Populationen noch vorhanden. Die Präsenz von SCP-1000 und Daten gelöscht konnte in den letzten 5 Jahren auf allen Kontinenten nachgewiesen werden. Alle bekannten, nennenswerten Populationen von SCP-1000 in der Nähe von menschlichen Bevölkerungszentren wurden eliminiert. Die Foundation erfuhr von der Existenz von SCP-1000 durch den im Jahr 14 hergestellten Kontakt von Dr. Franz mit den Kindern der Sonne. Einer, nach eigener Aussage, aus der Hand der Schlange ausgestoßener Gruppierung. Diese Gruppe wurde seitdem vollständig von der Foundation zerstört, da sie sich nicht bereit erklärt hatte, Informationen über SCP-1000, SCP- und SCP- zu teilen. Diese wurden seitdem in SCP-1000-
und SCP-C00- umbenannt. Die übrigen Mitglieder sind entweder der Foundation beigetreten oder halten sich versteckt, vermutlich getarnt in der Hand der Schlange. Waffen, Werkzeuge und andere einzigartige pseudotechnologische Ressourcen, die im Besitz der Gruppe gefunden wurden, wurden als SCP-C00- klassifiziert. Diese Ressourcen wurden in mehreren Fällen von der Foundation genutzt. Für eine vollständige Liste siehe Dokument C00-3534-Y. Level 3 Freigabe erforderlich. Der Zugang zu überlebenden, ehemaligen Mitgliedern der Kinder der Sonne ist nur für Personal mit der Freigabestufe 4/C00 möglich. Es sei denn, Direktorin Jones hat eine direkte Kontakterlaubnis erteilt. Weitere Informationen stehen Personal mit Freigabestufen 3/C00 oder höher zur Verfügung. Mitarbeiter mit Freigabestufe 3/C00 oder höher müssen Dokument Alpha-1596-C00 lesen. Anhang C00-466-X. Aktualisierung des Sonderverwahrungsverfahrens. Seitdem beinhaltet das Sonderverwahrungsverfahren von SCP-C00 nicht mehr die Prozedur 516-Lumina. Daten gelöscht. Weist darauf hin, dass SCP-C00 möglicherweise eine Resistenz gegen das akustische Element entwickelt hat. Daten gelöscht. Wird sich nicht weiterentwickeln, sodass Prozedur 516-Lumina weiter in den Notsituationen verwendet werden kann. Die Untersuchung alternativer Mittel zum zuverlässigen Entfernen von SCP-C00 von menschlichen Ballungszentren ist im Gange. Ob die SCP-C00-Resistenz gegen Prozedur 516-Lumina geplant wurde und als solche ein Anzeichen für SCP-C00 redigiert oder durch zufällige Variation der natürlichen Exemplare auftrat, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Level 3 Freigabe wird benötigt. Dokument Alpha-1596-C00. Sendeschreiben von Direktorin Jones. Sie haben die Gerüchte wahrscheinlich schon vorher gehört. Jeder, der nicht über die nötige Freigabe verfügt, um es besser zu wissen, will sich einmischen. Hast du schon gehört, dass der Squash ein SCP ist? Werden wir Bad Boy als nächstes einfangen und verwahren? Ja, SCP-C00 ist Bigfoot. Ich bin sicher, dass Sie gekichert haben. Machen Sie sich keine Sorgen. Im Gegensatz zu dem, was die Gerüchte sagen, weisen wir Leute nicht einfach zum Kita-Dienst zu, nur weil sie etwas witzig finden. Sie finden Bigfoot witzig, weil wir wollen, dass sie Bigfoot witzig finden. Wir haben Hollywood-Komödien und absurde Dokumentarfilme finanziert, Männer in Gorilla-Kostümen bezahlt, Falschmeldungen mit Bärenspuren und Ziegenfell fabriziert, Trickzeichner bestochen und Gehirn gewaschen, um besonders alberne Darstellungen ins Kinderfernsehen zu bekommen. Selbst der Begriff Bigfoot kommt von uns. 1958 in die Medienwelt gepflanzt, ist er ein Begriff, den die Menschen noch weniger ernst nehmen als Sasquatch. Warum? Dazu kommen wir noch. Die Informationen in dem Artikel, den Sie bereits gelesen haben, sind nicht ganz richtig. Er enthält zwei direkte Lügen und eine Menge Lügen durch Weglassen. So etwas wie die anormale Pseudokrankheit SCP-C00-F1 gibt es nicht. SCP-C00 besitzt keine magische Todesaura. Tatsächlich verfügt SCP-C00 über keine direkten anormalen Effekte. Wir haben auch über die Intelligenz von SCP-C00 gelogen. SCP-C00 sind nicht so intelligent wie Schimpansen. Sie sind schlauer. Genauer gesagt sind sie genauso schlau wie wir. Das bringt uns zu den Lügen durch Weglassen. Dafür ist dieser Brief da. Die Lügen kamen von mir. Also dachte ich, die Wahrheit sollte auch von mir kommen. Das ist die Geschichte, die wir von den Kindern der Sonne bekommen haben, die zu uns übergelaufen sind. Es ist eine Geschichte, die wir zuerst nicht glauben wollten. Wie Sie bereits gelesen haben, haben sich die Affen, die wir SCP-C00 nennen, mit uns entwickelt. Wir lebten tagsüber und sie während der Nacht. Unsere nächtlichen Geschwister in den Schatten. Aber während wir noch als Jäger und Sammler umherirrten, veränderten sie sich, so wie wir ein paar tausend Jahre später. Werkzeuge, Waffen, Landwirtschaft, domestizierte Tiere, permanente Siedlungen. Als die Menschheit in der pleistozänen Sonne blinzelte, explodierte die Bevölkerung der SCP-C00 über Nacht. Sie haben den Planeten mit mehreren 10 Milliarden ihrer Art bedeckt. Sie haben Dinge geschaffen,
die wir noch immer nicht begreifen können, obwohl wir die erhaltenen Stücke gründlich studiert haben. Organische Technologie. Sie ließen Bäume und Raubvögel zu schnellen Schiffen heranwachsen. Tierherden wurden zu Zügen, Sträucher zu fliegenden Fahrzeugen. Aus Insekten und Tauben machten sie Dinge, die am Handy, Fernseher und Computer gleichkamen. Atombomben. Die Kinder beschrieben riesige, leuchtende Städte, die sich über Gletscher erstreckten und in die tiefsten Höhlen eindrangen. Gewachsene Luftschiffe aus Elfenbein und Spinnenseide und Kreaturen. Und Kreaturen, die diese mit hunderten blinkenden Augen hüteten. Wir waren selten, so wie Gorillas heutzutage. Es waren höchstens ein paar hunderttausend übrig. Wir haben ihre Siedlungen gemieden, so wie wilde Tiere heute unsere. SCP-1000 verstand, dass wir so intelligent waren wie sie, aber sie mieden uns, so wie wir sie mieden. Sie sahen uns als Feen, als Gnome, schrieben uns übernatürliche Kräfte zu, sagten, dass wir unartige Kinder fressen würden, während sie im Tageslicht schliefen. Sie haben unsere schrumpfenden Wildpopulationen in Reservate abgeschirmt, das Wildern verboten, aber im Untergrund dennoch unsere Knochen als Aphrodisiaka konsumiert. Dann fiel ihre Zivilisation. Und wir waren die Ursache. Und mit wir meine ich nicht die Foundation, mit wir meine ich die Menschheit. Die Geschichte ist unklar. Vermutlich stand die Menschheit in der Gunst eines Waldgott-Tricksers, der uns die Werkzeuge der Herren zeigte und wie diese zu benutzen sind. Wir wissen nicht, warum wir es getan haben. Vielleicht haben sie uns gejagt, vielleicht hatten wir einfach Angst. Vielleicht war es nur, dass sie uns eingezäunt haben, unbeabsichtigt oder nicht. Einfach gesagt, wir wissen nicht, was die Wahrheit ist. Irgendwie haben die SCP-1000s Technologie erworben und damit eine SK-Klasse-Dominanzänderung ausgelöst, bei der die Menschheit zur dominanten Spezies auf der Erde wurde. Wir haben 70% der Bevölkerung von SCP-1000 an einem Tag ausgelöscht. Die Kinder nannten es den Tag der Blumen. Angeblich blühte an diesem Tag jede Blume, während unsere Feinde im Schlaf starben. Dann haben wir den Rest gejagt. Aber wir sind weitergegangen, als sie nur zu töten. Mit ein paar der unredlicheren SCP-1000-Gerätschaften trieben wir die Überlebenden in den Wahnsinn, selbst diejenigen, die sich außerhalb unserer Reichweite versteckten. Wir haben sie in ihrem eigenen Verstand gefangen, blockierten höhere Gehirnfunktionen und ließen ihre Körper alleine für sich selbst sorgen, wie bei den gewöhnlichen Affen. Wir schlachteten ihre lebenden Maschinen ab und verbrannten ihre riesigen glänzenden Städte mit den Biowaffen von SCP-1000, die alles auf Gülle und Staub reduzierten, der im Frühlingsregen und Wind verwaschen oder weggeblasen wurde. Wir haben keine Spuren hinterlassen, nicht einmal unsere eigenen Erinnerungen. Wir haben eine der Waffen auf uns selbst gerichtet. Jegliches Wissen über SCP-1000 und die größte Zivilisation, die der Planet je gesehen hatte, ausgelöscht. Nur wenige Menschen schützten sich vor der Wirkung, behielten das verbotene Wissen nur für den Fall der Fälle. Der Rest von uns wurde wieder zu Jägern und Sammlern so klug wie zuvor. Was uns nun zu heute bringt. Sie werden alles darüber in den Level 3 Unterlagen nachlesen können, aber ich werde Ihnen die Kurzversion hier geben. Die SCP-1000 gewinnen irgendwie ihre verlorene Intelligenz und ihr Wissen zurück. Vielleicht haben sie diese nie wirklich verloren, wir wissen es nicht. Deshalb ist die ständig wachsende Zahl der Bigfoot-Sichtungen so beunruhigend und weshalb die Kontaktversuche, so unverständlich sie auch sein mögen, noch beunruhigender sind. Ja, SCP-1000 sind genau wie wir. Das macht sie so gefährlich. Wir haben sie aus der Geschichte und dem Gedächtnis ausgelöscht. Wir lösten ihre Zivilisation auf und schlachteten die meisten ihrer Spezies ab. Fragen Sie sich selbst, wenn Sie die Gelegenheit hätten, was würden Sie uns darüber hinaus noch antun? Anhang 1000-056-D. SCP-1000 hat mehrfach versucht, Kontakt mit dem Personal der Foundation aufzunehmen. Die meisten dieser Kontaktversuche haben Daten gelöscht. Nicht übersetzt, obwohl die jüngsten Versuche zeigen, dass einige SCP-1000-Instanzen in der Lage sind, auf Englisch zu kommunizieren. Ergänzende Anomalieberichte. Anhang 1000-104-Y. Bestimmte in Besitz genommene Dokumente enthalten umfangreiche Verweise auf SCP-1000.
Relevant ist, dass die Dokumente offenbar von Entitäten zusammengestellt wurden, die direkt mit dem Ort in Verbindung stehen, in der als die Bücherei des Wanderers bekannt ist. Der Kontext oder die Bedeutung der Einzelheiten sind noch nicht geklärt. Anhang 10.00-276-A. Zahlreiche anomale Objekte mit einer bekannten Verbindung zu SCP-1000. Daten gelöscht. Mit vorherigen zyklischen Iterationen. Zum Beispiel kann es sein, dass SCP-2273 seinen Ursprung nicht in einer parallelen Zeitlinie hat, sondern in einer vorherigen Iteration. SCP-2932, SCP-2511 und andere Quellen lebender kultureller Einblicke in SCP-1000 oder einer Variation weisen alle konsistente Inkonsistenzen auf, die verwendet werden können, um ein vollständigeres Bild von der Natur dieser Iteration zu erhalten, obwohl die Schlussfolgerungen bisher ungewiss sind. Anhang 10.00-276-Q. Sonderbericht. Daten gelöscht. Bei diesem nicht nummerierten anormalen Blackbox-Gegenstand, welcher unterhalb des Komplexes verankert ist, handelt es sich vermutlich um das signifikanteste bekannte anormale Objekt, welches verwendet wurde. Entscheidend für das Verständnis der anormalen Fähigkeiten von SCP-1000, einschließlich der Fähigkeiten, die nicht direkt entwickelt wurden, sondern auf frühere Daten gelöscht, sind im Falle eines vollständigen Versagens der Eindämmung von aktueller Relevanz für die Foundation und die Gesellschaft insgesamt. Protokoll 10.00-AD-065-X1. Beim Folgenden handelt es sich um eine grobe Übersetzung des jüngsten SCP-1000-Versuchs zur Kommunikation mit Foundation-Personal am Siehe beigefügte Unterlagen. Wir vergeben euch. Für jetzt und nicht für immer. Lasst uns zurückkehren.